Heute für euch, warum es für Lord Voldemort so gefährlich war, die Prophezeiung zu erhalten. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Lord Voldemort und die Prophezeiung sprechen und warum es so gefährlich für Voldemort war, Einsicht darauf zu erhalten. Ich möchte darauf eingehen, warum er sie so sehr wollte und was ich denke, dass der dunkle Herrscher tun würde, wenn er sie tatsächlich zurückerhalten und den Rest gehört hätte. Im Orden des Phönix konzentrieren wir uns auf Voldemort, Dolores Umbridge, die damit beschäftigt ist, Hogwarts zu verwüsten, und natürlich die allmächtige Prophezeiung. Diese sagt den möglichen Untergang des dunklen Lords voraus und wie und durch wen das möglich ist. Die Prophezeiung sagt nicht wirklich, dass Voldemort sterben wird, nur dass Harry die Macht hat, ihn zu besiegen. Professor Trelawney sagte im Jahr 1980 die Prophezeiung vor Albus Dumbledore während ihres Vorstellungsgespräches in Hogwarts voraus. Dumbledore stellte sie daraufhin als Professorin in Hogwarts ein. Was sie nicht wussten war, dass Severus Snape etwa die Hälfte der Zeit zugehört hat und damit auch die Hälfte der Prophezeiung mitbekam, bis er entdeckt wurde und von Aberforth Dumbledore hinausgeworfen wurde. Snape brachte daraufhin diese Informationen zu Voldemort und der dunkle Lord startete eine Jagd auf das besagte Kind in der Prophezeiung, welches die Macht besitzt, ihn zu besiegen. Snape erzählte ihm auch, dass die Prophezeiung noch nicht zu Ende erzählt wurde, aber Voldemort war fest davon überzeugt, dass er genug wusste, um das Kind tot sehen zu wollen. Ich glaube sogar, dass die Prophezeiung sein Ego ein wenig stärkte, da es ihm irgendwie bestätigte, dass er der Größte und Mächtigste ist. Das Universum selbst versuchte Voldemort zu stoppen und schaffte dies schließlich auch. Er wurde von seinem Körper getrennt und verschwand für ganze 13 Jahre, bevor er zurückkam, um die Welt zu erobern. Aber etwas, das ihm die ganze Zeit im Gedächtnis geblieben ist, war die Prophezeiung selbst, die er nie vollständig gehört hatte. Die erste Hälfte war wichtig genug, um ihn so schnell handeln zu lassen, also zweifelte er, ob die zweite Hälfte nicht genauso wichtig gewesen wäre. Schade für ihn, dass er sich nicht mehr Zeit genommen hat. Er war sich der Verbindung zwischen ihm und Harry bewusst, aber er wusste nicht genau, woher sie wirklich kam. Er war sich nicht einmal sicher, warum die Verbindung überhaupt so stark war. Voldemort hörte, wie schon gesagt, nur die Hälfte der Prophezeiung. Die Prophezeiung lautet wie folgt: Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, naht heran. Jenen geboren, die ihm dreimal die Stirn geboten haben. Geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Und der dunkle Lord wird ihn als sich Ebenbürtigen kennzeichnen, aber er wird eine Macht besitzen, die der dunkle Lord nicht kennt. Und der eine muss durch die Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Voldemort weiß also nicht, dass er ihn als sich ebenbürtig gekennzeichnet hat, und das gefiel Voldemort bestimmt auch ganz und gar nicht, da er so arrogant war. Und dass jemand geboren wird mit der Macht, ihn zu besiegen, konnte er nicht glauben, da niemand so viel Macht hatte wie er. Der dunkle Lord kannte die Macht der Liebe nicht und deshalb wurde er ja auch schließlich besiegt und nicht nur einmal. Nun zum nächsten Teil, der meiner Meinung nach Voldemort stark alarmieren müsste. Einer von beiden muss durch die Hand des anderen sterben, denn keiner von beiden kann leben, während der andere überlebt. Voldemort dachte sicherlich, dass es genug ist, Harry einfach zu töten. Aber ist das überhaupt notwendig? Immerhin sollte eigentlich niemand in der Lage sein, Voldemort zu besiegen. Er ist unsterblich, also was könnte Harry Potter möglicherweise besitzen, um ihn zu töten? Ich glaube, er könnte herausgefunden haben, dass Harry ein Horcrux war, obwohl es sehr viel Selbstreflexion erfordert, um dies zu erkennen. Voldemort müsste tatsächlich die Dinge überdenken und die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er tatsächlich einen Fehler gemacht hat, als er Harry töten wollte. Keine Ahnung, ob er dazu fähig wäre. Er hat nie zugegeben, dass er nicht erkannt hat, dass die Macht der Liebe vorhanden gewesen wäre und dass es ein Fehler von ihm war. Nein, für ihn war es etwas, das er bereits wusste, aber hätte vorhersehen müssen. Wenn er tatsächlich entdeckt hätte, dass Harry ein Horcrux war, wäre es ganz anders gelaufen. Er wäre definitiv anders mit der Situation umgegangen. Harry war auch ein lebendes Wesen, genau wie Nagini, und er lebte mit einem Teil von Voldemorts Seele in sich. Der dunkle Lord wusste offensichtlich auch, dass man einen Horcrux zerstört, indem man das Objekt zerstören muss, in dem sich der Horcrux befindet. Voldemort verwirklichte eines der vorhergesagten Ereignisse, von dem er nichts mitbekommen hatte.
Voldemort markierte Harry durch dessen Stirnnarbe und übertrug damit unbeabsichtigt einige seiner Fähigkeiten auf seinen prophezeiten Bezwinger. Um nicht noch einmal einen folgenreichen Fehler zu begehen, wollte Voldemort die gesamte Prophezeiung dringend, aber erfolglos erfahren. Was ich denke, was passieren würde, selbst wenn Voldemort die gesamte Prophezeiung gehört hätte, ist aber folgendes. Es würde sich genau das wiederholen, was in Godric's Hollow vor all diesen Jahren passiert ist. Er würde Harry mit dem Tötungsfluch töten und dafür sorgen, dass der Seelensplitter in seinen eigenen Körper zurückkehrt. Nach Harrys Tod würde er sich wieder mit Voldemort verbinden. Es ist schon einmal passiert, also gibt es keinen wirklichen Grund dafür, warum es nicht wieder passieren kann. Aber warum sollte sich das Ganze wiederholen, fragst du dich? Nun, ist eigentlich ganz einfach. Voldemort hatte keine Ahnung von der Macht der Liebe und wie sie ihn vernichten kann, weder damals noch heute. Aber trotzdem wollte Voldemort unbedingt wissen, was er nicht gehört hatte, um denselben Fehler nicht noch einmal zu begehen. Deshalb hat er Lucius Malfoy auch so hart für die gescheiterte Mission zur Rückholung der Prophezeiung bestraft. Voldemort hätte die Dinge sehr schnell zu seinem Vorteil wenden können mit der Prophezeiung in seinen Händen. Der Fokus liegt hier auf dem Wort hätte. Aber obwohl Voldemort ungeheuer mächtig war, schien er bestimmte Bereiche der Magie komplett zu vernachlässigen, da diese Bereiche seiner Meinung nach keinen richtigen Nutzen für ihn hatten. Die Liebe war einer dieser Bereiche und er kannte ihre Macht, allerdings konnte er sie nicht anwenden, da er keine Liebe in sich trug. Er hatte auch kein Interesse an der Liebe, weshalb er nie wirklich die Macht verstand, die Harry auf seiner Seite gegen ihn in der Hand haben würde. Und das ist der Grund, warum es Lord Voldemort höchstwahrscheinlich um einiges besser ergangen wäre, wenn er die Prophezeiung niemals gehört hätte und Harry Potter in jener Nacht nicht besucht hätte. Ob er sie halb oder ganz hört, ist in jedem Fall meiner Meinung nach egal. Ich glaube, es wäre auf fast dieselbe Situation hinausgelaufen. Außer natürlich, wenn er sie nicht gehört hätte. Dann wäre die Geschichte eventuell zugunsten vom Dunklen Lord ausgefallen. Was denkst du über dieses Thema? Hätte Lord Voldemort nicht auf den halben Teil der Prophezeiung hören sollen? Oder wäre er besser dran gewesen, wenn er gar nichts gehört hätte? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.